Schönen guten Abend an alle. Schön, euch zu sehen. Wir sind im zweiten Buch Mose und Kapitel 5. Gott hatte Mose berufen dazu, sein Volk aus Ägypten herauszuführen. Er sollte diese Rettung durchführen, die Gott vorhatte. Gott wollte sein Volk aus der Sklaverei retten, aus Ägypten. Aus dem Sklavendasein, aus der Herrschaft des Pharaos, des Königs von Ägypten. Er wollte sie aus der Gewalt der Ägypter retten, aus der Hand der Ägypter, dass sie in seine Hand kommen. Dass sie in ein gutes, geräumiges Land kommen, in ein Land, in das Milch und Honig fließt. Mose sollte Gottes Werkzeug sein. Er sollte das Volk herausführen. Aber nicht er alleine. Mose wusste, ich kann das nicht machen. Ich bin dazu nicht fähig. Wer bin ich? Sagt Gott, ich werde mit dir sein. Und wir haben gesehen letztes Mal, wie Mose mit diesem Auftrag, der Führer Israels zu sein, aus der Sklaverei sie herauszuführen, diese Aufgabe, die konnte er nicht einfach so übernehmen, sondern er musste wichtige Dinge in seinem eigenen Leben, in seiner eigenen Familie gerade rücken. Und weil er es selber nicht gemacht hat, da geschah etwas sehr Bedrohliches, etwas sehr Heftiges in seinem Leben. Er stand kurz davor zu sterben. Dann übernahm Zippora die Verantwortung. Sie hat eingegriffen, sie hat gehandelt, sie hat geholfen. Sie hat sich die Hände schmutzig gemacht. Sie hat den Sohn beschnitten, der nicht beschnitten war. Und Gott hat es Mose angerechnet. Er wurde geheilt. Er wurde bewahrt. Er konnte seine Aufgabe übernehmen für das Volk Gottes. Und er kommt zu den Israeliten mit Aaron, seinem Bruder, zusammen und sie reden zum Volk. Und sie glauben. Und dann kommt Kapitel 5. Da geht es weiter, da steigen wir ein in 2. Mose, Kapitel 5, Vers 1. Danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zum Pharao, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. So hatte Gott es ihm eingegeben. So hatte er in Kapitel 4, Vers 22 gesagt, du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient.
Mose ging zum Pharao mit Aaron zusammen. Er geht aber nicht hin, um eine eigene Botschaft dem Pharao zu bringen. Er geht nicht hinein, um ein persönliches Wort an ihn zu richten. Nein, er geht als Botschafter, als Bote. All das, was er hier sagt, hat Gott ihm gegeben. Er fügt nichts hinzu. Er sagt nicht, hallo Pharao, na, ich war ja auch mal in Ägypten, ich weiß ja, wie das so ist als Ägypter. Na, ich habe da ein gutes Verständnis für, was es heißt, Pharao zu sein, so eine große Verantwortung über so ein großes Volk. Nein, er tut das, was Gott ihm aufgetragen hat. Lass uns mal 2. Timotheus 4 aufschlagen dazu. Zweiter Timotheusbrief, Kapitel 4. Und es ist interessant, mit welcher Eindringlichkeit Paulus hier spricht. Eine Art und Weise, wie Paulus hier spricht, das ist so extrem, so stark. Paulus, es gibt so manche Stellen in seinen Briefen, die haben solch einen starken Ausdruck, aber nicht so viele. Paulus konnte sehr diplomatisch sein in seinen Briefen. Paulus hat manchmal ganz vorsichtig, ganz liebevoll um seine Leser sozusagen gerungen, um seine Schäfchen, um uns. Und letztendlich ist es der Heilige Geist, der ganz sanft und liebevoll uns in eine bestimmte Richtung leiten will. Er will uns nicht zwingen, er will uns nicht hart anfassen, sondern ganz vorsichtig und liebevoll packt er es ein. Er rechtet mit uns, er redet mit uns, als ob wir ja auf gleicher Ebene sind. Und sagt, überlegt euch doch mal selbst oder prüft doch mal selber, was ich hier sage. Ne? Er sagt, ich könnte jetzt als Apostel mächtig auftreten und mit viel Autorität hier sprechen, aber ich rede auf einer ganz persönlichen Ebene mit euch. So redet Gott mit seinen Kindern. Jesus hat auch gesagt, ich spreche nicht mit euch wie mit Knechten, ihr seid meine Freunde. Aber hier an dieser Stelle spricht Paulus sehr klar, sehr deutlich. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote, richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Ich bezeuge eindringlich, hier wird als andere mögliche Übersetzung auch gesagt, ich ermahne dringend oder ich beschwöre dich. Das ist also ein sehr starkes Wort. Er ruft Gott und Christus als Zeugen an, dieser eindringlichen Ermahnung. Halte dir Gott vor Augen, halte dir Christus Jesus, den König Jesus vor Augen, und zwar in seiner Funktion als Richter. Als der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung, er wird wiederkommen. Und er wird die Herrschaft antreten, er wird König sein und bei seinem Reich. Das ist sozusagen das, was Paulus hier Timotheus vor Augen stellt. Und dann denkst du so, boah, was kommt jetzt? So heftig fährt Paulus auf. Jetzt muss wirklich was ganz Zentrales, ganz Wichtiges kommen. Das muss ich mir wirklich zu Herzen nehmen, wenn Paulus das sagt. Und dann sagt er, predige das Wort. Verkünde das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Das beziehen wir gerne dann auf Situationen,
wo Leute, wo wir das Wort weitergeben wollen oder weitersagen, wo Leute dann, wo es gerade nicht passt sozusagen. Ne? Es ist aber eher bezogen auf mich, wo es mir liegt, wo es mir gelegen kommt und wo es mir ungelegen kommt. Aber auch, ja, auch für mein Gegenüber mag es nicht gelegen sein. Und dann soll ich trotzdem das Wort predigen. Darauf gehen wir gleich noch ein, da geht es gleich weiter hier. Aber ich deute es zuallererst erstmal auf mich, auf meine Situation, auf unsere Situation. Hey, lass dich nicht davon, na, nur weil du gerade mal nicht so gut drauf bist, na, dass du dann das Wort Gottes unter den Tisch fallen lässt. Weil du gerade keinen Bock hast, keine Zeit hast. Paulus hat gesagt, ich habe mir immer Zeit genommen für jeden Einzelnen, wirklich mit ihm intensiv das durchzuarbeiten, was Gott zu sagen hat, was Gott uns zu sagen hat. Na, wenn wir ein paar Seiten vorher gehen, im 1. Thessalonicher Brief, sagt er in Kapitel 2, sagt er in Vers 10, ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wie gegen euch die Glaubenden waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Wir sehen es bei Paulus, wir sehen es auch bei den Aposteln, wie sie so von dieser Aufgabe eingenommen waren, dem Herrn eine gereinigte Braut zuzuführen. Es ging nicht um sie selbst, es ging nicht darum, dass sie ihre Berufung ausleben, dass sie ihre Gaben entfalten, sondern es ging um die Gemeinde Gottes, um die Braut Christi. Es ging darum, die Glaubenden zuzurüsten, aufzuerbauen, zu stärken. Es ging um einen Dienst der Liebe, der Verantwortung gegenüber Gott und der Liebe zu den Glaubenden, zu den Brüdern und Schwestern. Es ging nicht um sie selbst. Heutzutage ist es so, wir rutschen da so schnell rein, weil wir diese Ich-Zentrierung in unserer Gesellschaft, diese Konzentrierung auf das eigene Individuum, auf die Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung. Wir sind so sehr davon angesteckt, auch als Leib Christi, dass wir immer zuerst fragen, ja, wie kann ich mich verwirklichen, wie kann ich mich entfalten? Aber darum geht es nicht. Und wir verlieren das Wesentliche aus dem Auge, dass es darum geht, Gott zu dienen und ihn zu verherrlichen und daran mitzuwirken, dass der Leib auferbaut wird, dass Christus verherrlicht wird im Leib. Und dann ist es egal, ob es mir gerade passt oder nicht passt. Wenn wir Paulus Leben sehen und auch das Leben der anderen Apostel, dann sehen wir ein Leben, was sich hingibt, Christus hingibt, aber auch ja, der Gemeinde, dem Herrn in der Aufgabe, die er gegeben hat für die Gemeinde. Und wie gesagt, Paulus, ist es so wichtig, diese Sache weiterzugeben, hier in 2. Timotheus 4, predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und vorher in Kapitel 3 hat er gesagt, ja, die ganze Schrift ist dazu eingegeben von Gott und ist dafür nützlich. Du kannst sie gebrauchen dafür. Na,
Nimm das Wort Gottes reichlich, lass es reichlich in dir wohnen. Nimm es auf, in dich auf, damit du es weitergeben kannst, damit du damit ermahnen, überführen, zurechtweisen kannst. Damit du wirklich ein guter Diener in der Gemeinde sein kannst, in deiner Familie. Unter denen, die Gott nachfolgen. Es ist so wichtig, dass wir, und der Hebräerbrief sagt, der Zeit nach, solange wie du schon gläubig bist, solltest du schon Lehrer sein. Solltet ihr alle Lehrer sein. Natürlich ist das Lehren auch eine Gabe des Geistes. Es ist nicht unbedingt jedem gegeben als Gabe, als Aufgabe in der Gemeinde. Aber es gibt so etwas wie ein natürliches Wachsen in Christus, was mich befähigt, auch dann Lehrer zu sein. Und wir brauchen jede Menge Lehrer und Prediger des Wortes. Na, wodurch entsteht der Glaube? Der Glaube kommt aus der Predigt, aus der Verkündigung des Wortes. Und zwar welches Wortes? Des Wortes Christi. Wenn dich das irgendwie prickt, dass unser Land, deine Nachbarschaft, unsere Stadt, dass die Leute so wenig Leute da sind, die glauben. Oder dass die Glaubenden so wenig Glauben haben. Dann liegt es daran, dass zu wenig das Wort gepredigt wird. Woher sollen sie denn glauben, wenn sie keinen Prediger haben? Gott hatte Mose berufen und er hat gesagt, ich lege dir meine Worte in den Mund. Und er hat ihm diese Worte gegeben und Mose hält sich daran. Er gibt das Wort Gottes weiter. Er predigt das Wort Gottes. Und hier auch dem Pharao, dem, der so verstockt, so verhärtet ist. Gott hat ihm gesagt, der Junge, der ist so verhärtet, der verhärtet sich so sehr, der wird nicht glauben. Der wird nicht umkehren, bevor er nicht mit einer harten Hand gezwungen wird. Deine Aufgabe ist aber, predige das Wort. Lass dich nicht irritieren von dem, wie die Leute reagieren, ob sie zustimmen oder ablehnen. Zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Das ist natürlich hier auch gesprochen an einen Prediger, an einen Lehrer innerhalb der Gemeinde Gottes unter den Gläubigen. Und da geht es tatsächlich darum, Langmut zu haben in der Unterweisung, in der Zurechtweisung, Geduld zu haben. Viele Dinge, die wir von Gott lernen, die brauchen ihre Zeit, oder? In meinem Leben war es so. In meinem Leben ist es auch immer noch so. In manchen Dingen bin ich sehr schwerfällig im Lernen. Da müssen meine Geschwister viel Geduld mit mir haben und Gott sowieso. Aber Gott hat diese Geduld. Er ist geduldig, langsam zum Zorn, langmütig. Und ja, durch den Geist Gottes werden wir auch immer geduldiger miteinander und das ist ja auch gut so. Schön, wenn man geduldige Geschwister hat, die einen auch in seinen Schwächen ertragen. Aber nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, dass wir immer wieder auch damit konfrontiert werden, immer wieder darauf hingewiesen werden, immer wieder Lehre hören, das Wort Gottes, dass es in unser Herz hinein verkündet wird, dass es ausgestreut wird, der gute Samen, damit etwas Gutes in uns wächst und Frucht bringt. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Also, es gibt viele Lehrer. Und wenn du willst, dann kannst du sie alle sofort in deinem Wohnzimmer haben. Alle sofort auf deinem Smartphone. Du klickst YouTube an und du schreibst da irgendeine Predigt rein und dir würden Hunderte, Tausende von Predigten
dir als Angebot gemacht? Ja, zum Beispiel auch von uns. Schön, ne? Ja, und das ist ja gut, dass wir so eine einfache Möglichkeit haben, Predigten des Wortes Gottes zu hören. Und es gibt auch eine ganze Reihe guter, treuer Prediger des Wortes. Überall auf dieser Welt. Aber es gibt auch eine Menge anderer. Und davon hat Jesus gesprochen in der letzten Zeit. Es wird zunehmen, es werden viele kommen in meinem Namen und werden viele verführen. Das ist eins der wesentlichen Bestandteile der Endzeit. Und es macht den Leib Christi so schwach in dieser Zeit, die Verwirrung und das Durcheinander in der Lehre. Und eins der charakteristischen Dinge ist, dass der Leib Christi in einem großen Maße sich abwendet vom Wort Gottes, von der gesunden Lehre des Wortes Gottes. Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen. Weil man es nicht mehr aushalten kann, weil man es nicht mehr hören kann, packt man es zur Seite. Oder man interpretiert alles um. Man dreht alles um, sodass es am Ende das Gegenteil bedeutet von dem, was es eigentlich sagt. Wir sollten uns nicht von unseren Begierden leiten lassen, auch da in nicht von frommen Begierden und uns selbst Lehre aufhäufen, sondern wir sollten immer und immer und immer wieder zurückkehren zum Wort. Uns immer wieder unter das Wort stellen. Immer wieder an den Punkt kommen, wo wir sagen, also all das, was ich hier euch erzähle, vergesst es alles, behaltet das, was ich vorgelesen habe. Das ist das, was Luther gemacht hat. Zurück zum Wort. Das ist etwas, was ein Stück weit auch unsere Calvary Chapel Bewegung auch auszeichnet. Ne? Zurück zum Wort. Chuck Smith hat gesagt, zurück zum Wort. Ich gehe durch das ganze Wort durch. Ich muss den ganzen Ratschluss Gottes verkünden. Ich muss die Gemeinde das ganze Wort Gottes lernen. Und dann hat er teilweise in Gottesdiensten einfach Kapitel um Kapitel einfach nur vorgelesen. Zurück zum Wort. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren. Und das ist der Punkt. Es geht ja gar nicht darum, dass wir hier an bestimmte Buchstaben uns klammern. Nein, in diesen Buchstaben hat Gott etwas hineingelegt, inspiriert. Durch den Heiligen Geist hat er in dieses Wort die Wahrheit hineingelegt. Wenn du dieses Wort liest, dann steckt da die Wahrheit drin. Und wenn diese Wahrheit dann sich durch den Heiligen Geist Bahn bricht in deinem Leben, dann passiert das, was Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Okay. Das tut Mose auch. Er vollbringt seinen Dienst, indem er schlicht und einfach das weitergibt, was Gott ihm gesagt hat. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Schön, wie Gott hier Israel benennt. Mein Volk.
mein Volk, der Gott Israels. Am Berg Horeb nachher später in Kapitel 20 heißt es dann, ich bin der Herr, ich bin Jahwe, dein Gott. Ich habe dich aus Ägyptenland herausgeholt. Ich bin dein Gott. Es ist sowas Schönes, es ist sowas Wunderbares, es ist etwas, was eine tiefe Sehnsucht in unserer Seele, dass jemand sagt, ich bin dein, du bist mein. Das ist die Liebe. Das ist unsere Sehnsucht danach, angenommen zu sein, zu wissen, ich gehöre zu ihm oder ich gehöre zu ihr. Und diese Sehnsucht erfüllt sich in Gott, unserem Schöpfer. Dass er unser Vater ist und wir seine Kinder. Dass er unser Gott ist und wir sind sein Volk. Und durch Jesus Christus haben wir das große Vorrecht, obwohl wir keine Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob sind, dass auch wir Teil dieses wunderbaren Volkes Gottes sein dürfen. Dass wir tatsächlich diesen Gott Israels auch unseren Gott nennen dürfen. Und dass wir im Glauben das auf uns beziehen dürfen. Gott sagt, lass mein Volk ziehen. Lass mein Kind in die Freiheit. Er sagt es zum Fürsten dieser Welt. Lass mein Kind in die Freiheit ziehen. Heraus aus der Sklaverei. Lass es los, mein Kind. So spricht Gott zu dem Fürsten dieser Welt, zum Widersacher, zum Satan. Gib her. Das ist meins. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Dieses Wort hier, Fest feiern, bedeutet oder wird an mehreren Stellen eingesetzt. Und zwar finden wir das in 2. Mose 23, Vers 14, wo Gott sagt, ihr sollt dreimal im Jahr sollt ihr mir ein Fest feiern. An der Stätte, die ich erwählen werde. Dreimal im Jahr sollt ihr das Fest feiern. Und da geht es um die drei großen Feste. Das Fest der ungesäuerten Brote, das Fest der Erstlinge, das ist das Wochenfest, auch Pfingstfest genannt, und das dritte Fest, das Laubhüttenfest. Und dieses Wort, was hier steht, wird dann wieder aufgegriffen in 2. Mose 12, Vers 14, wenn Gott das Fest der ungesäuerten Brote einsetzt. Nämlich an dem Tag, als sie ausgezogen sind aus Ägypten, da begann dieses Fest. Also Gott wollte, dass sie hinausziehen und dieses Fest ihm feiern. Mose wusste an diesem Punkt noch nicht so richtig, was für ein Fest das sein wird. Das Fest der ungesäuerten Brote. Das ist ein komisches Fest, weil es nicht ein Fest, eine Tortenschlacht ist, sondern ja, ein reines Brot, ein gereinigtes Brot, von aller Schlechtigkeit und von allem Bösen gereinigt. Ein reiner Teig, ein reines Stück Brot. Das hat so viele Bedeutungsebenen, das greift Paulus später auf. Ja, wir sind auch ein Leib Brot, wir, die Gemeinde Gottes. Wir sind ein Stück Brot, oder wir sind ein Leib Brot. Na, und so wie der Leib Christi zerbrochen wurde, so sind wir viele kleine Einzelteile. Und wir alle nehmen von diesem einen Brot und drücken damit aus, dass wir Teil dieses einen großen Brotleibes sind. Aber es ist ein ungesäuertes Brot. Da ist kein Sauerteig drin, kein Sauerteig der Heuchelei, kein Sauerteig der Bosheit, der Schlechtigkeit. Es ist ein gereinigter Teig.
Gott will sein Volk herausziehen, dass es ihm ein Fest feiert in Reinheit, in Heiligkeit. Das ist was anderes als eine Party, wie sie in dieser Welt gefeiert wird. Es ist noch viel besser als jede Party. Der Pharao aber antwortete ihnen: Wer ist Jahwe, dass ich auf seine Stimme hören sollte, Israel ziehen zu lassen? Ich kenne Jahwe nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Ich finde das so, wenn ich das lese, dann denke ich so, ich höre so diesen Hochmut da so raus. Ne? Wer ist das? Ich kenne den nicht. Ja, dieser Pharao kannte Jahwe nicht. Er hätte ihn aber kennen können. Denn Gott hatte ja gewirkt in Ägypten. Durch Gottes Eingreifen war Ägypten vor einer großen Hungerkatastrophe gerettet worden. Noch viel mehr, die Gesetzgebung des Landes Ägypten war durch diese Rettung Gottes, durch Josef, die Gesetzgebung war maßgeblich beeinflusst worden. Dass der Pharao so viel Grundbesitz hatte in Ägypten, das hing mit der ganzen Hungersnot damals zusammen. Aber der Pharao hat es vergessen. Er war Gott nicht dankbar. Er hat den Herrn vergessen. Und jetzt ist dieser Jahwe nur der Gott eines Sklavenvolkes. Ein niederer Gott in der Götterhierarchie, wenn überhaupt. Wer ist das schon? Der Pharao, ja, er hatte so einen hohen Status in Ägypten, dass er selbst einen göttlichen Status hatte. Wer ist Jahwe, dass ich auf seine Stimme hören sollte? Wer ist dieser Gott? Wir kennen es auch dann später. Als Jesus im Volk Israel aufgetreten ist, Wer ist dieser Zimmermann? Wer ist das, dass wir auf ihn hören sollten? Und Petrus sagt, das ist der Christus Gottes, es ist der König Gottes. Er ist gekommen, er wurde gekreuzigt, er wurde begraben, aber er ist auferstanden und Gott hat ihn erhoben und zurecht zu seiner Rechten gesetzt. Er ist der König. Und Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut, der ist gesegnet. Das ist ein kluger Baumeister, der sein Leben gut baut. Aber wer meine Stimme hört und nicht danach tut, der ist ein dummer Baumeister, der sein Haus auf den Sand baut und es wird beim nächsten Sturm zusammenbrechen. Der Pharao zeigt sein verhärtetes Herz Jahwe gegenüber in seinem Hochmut und Stolz, dass er nicht hören will. Wie wir in 2. Timotheus 4 gelesen haben, sie werden ihre Ohren abkehren von der Wahrheit. Sie wollen es nicht hören. Sie suchen sich andere Lehrer. Lass uns nicht stolz und hochmütig gegenüber Gottes Wort sein, sondern uns immer und immer wieder darunter stellen. Lass uns was von Gott sagen lassen. Es ist so wichtig, dass wir kritikfähig sind, dass wir von Gott annehmen können, von seinem Wort annehmen können. Vers 3, und sie sagten, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Lass uns doch 3 Tage weit in die Wüste ziehen
und dem Herrn, unserem Gott, opfern, damit er uns nicht mit der Pest oder dem Schwert schlägt. Diese Worte hatte Gott zuvor beim Dornbusch Mose gesagt, dass er sie sagen sollte. Also auch hier gibt Mose das weiter oder geben Mose und Aaron das weiter, was Gott gesagt hat. Und er sagt hier, ja, wir wollen unserem Gott opfern. Dieses Wort kommt dann tatsächlich später zum Tragen in Kapitel 24, Vers 5. Es wird ein wunderbares Opferfest gefeiert. Da kommen wir gleich noch zu. Aber erstmal sehen wir hier noch dieser Hinweis, Mose sagt, damit er uns nicht mit der Pest oder dem Schwert schlägt. Gott möchte sein Volk herausziehen. Er möchte gerne, dass sein Volk ihm dient, dass es ein heiliger Leib Brot ist, ein ungesäuertes Brot. Er möchte gerne, dass sie ihm dieses Fest feiern, das Fest der Hingabe ihres Lebens, dieses Fest der Vereinigung, ihr seid mein und ich bin euer. Er möchte gerne, dass sie dieses Fest feiern. Er möchte gerne dieses Opferfest, von dem wir gleich lesen werden, feiern. Und Mose sagt, wenn wir uns weigern, wenn wir hier einfach bleiben, dann wird Gott Gericht halten mit uns. Und das ist es hier, Schwert oder Pest. Wir finden diese Aufzählung Schwert und Pest viele, viele Male im Alten Testament. Sie wird dann noch ergänzt um einen dritten Punkt, eine dritte Art, Gottes Gericht zu halten, nämlich Hungersnot. Pest, Schwert, Hungersnot. Pest im Neuen Testament dann auch, finden wir das in den Endzeitreden von Jesus. Er spricht von den Kriegen und Kriegsgerüchten, von dem Weltkrieg, der den Anfang der Wehen bezeichnet. Das Schwert als Zeichen des Krieges, des Mordens, des Totschlags untereinander, der Menschen untereinander. Dann die Hungersnöte, auch davon spricht Jesus. Er fügt auch noch hinzu große Erdbeben. Die finden wir natürlich auch an bestimmten Stellen hier, aber hier nicht in der Aufzählung. Und in Lukas 21 spricht er auch von den Seuchen, von der Pest, schweren Krankheiten, Gericht Gottes. Wir finden es auch in der Offenbarung, Kapitel 6, die vier Reiter. Und der vierte Reiter, da wird alles zusammengefasst, dieses fahle Pferd, der Reiter auf dem fahlen Pferd. Da sind diese Todesarten, diese Gerichte sozusagen zusammengefasst. Schwert, Pest, Hunger, wilde Tiere wird auch noch hinzugefügt bei Hesekiel an einer bestimmten Stelle. In Hesekiel 14, Vers 21 wird gesagt, das sind die vier Arten, meine vier bösen Gerichte. Mose sagt, dass in Ehrfurcht vor Gott. Wir haben auch schon in der Begegnung am Dornbusch gesehen, welche Ehrfurcht Mose vor Gott hatte. Wir wollen nicht, dass er zornig wird. Es ist nicht so, dass wir irgendwie Angst haben müssen, dass Gott ständig ausflippt. Er ist nicht jähzornig. Er ist langsam zum Zorn. Aber das heißt nicht, dass er nicht auch zornig werden kann. Das heißt nicht, dass er nicht auch Sünde straft. Und er ruft sein Volk. Er hat ja Abraham auserwählt. Er hat gesagt, du und deine Nachkommen, dich will ich segnen. Und er ruft sie jetzt hinaus in die Wüste, in die Einsamkeit hinein, in die Corona-Isolation, Corona-Quarantäne. Ich möchte, dass ihr mir dient. Ich möchte, dass ihr mir ein
Fest der ungesäuerten Brote feiert. Ich möchte, dass ihr mir ein Opfer bringt. Und das lesen wir jetzt in 2. Mose 24. Da steht nämlich, dass Gott den Bund geschlossen hat mit dem Volk Gottes auf Grundlage der Worte, die Gott ihm gegeben hat am Horeb. Und dann steht in Vers 4, da schrieb Mose alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen aber machte er sich früh auf und errichtete einen Altar unten am Berg und 12 Denksteine nach den 12 Stämmen Israels. Dann sandte er junge Männer aus den Söhnen Israel hin, die brachten Brandopfer dar und schlachteten Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und tat es in Schalen, die andere Hälfte des Blutes aber sprengte er an den Altar. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe, das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Wenn Jesus dann in Matthäus 26 Folgendes sagt, dann bezieht er sich genau auf diese Stelle. Matthäus 26, Vers 26. Das Fest der ungesäuerten Brote ist da. Das Passahfest ist mit diesem Fest verbunden. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot und segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Dieses ungesäuerte Brot, mein reines, heiliges Leben, was zerbrochen wird. Und ich reiche es euch, ihr sollt alle Anteil daran haben, an diesem heiligen Leben. Nehmt es in euch auf, dieses heilige Leben. Jesus, das, was du getan hast, deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit ist mein. Ich esse es, es ist Teil von mir. Es ist Teil von mir, weil es mir geschenkt wird. Es ist wie ein Kleid, das ich anziehen darf. Aber es wird auch ein Teil von mir, weil es in mein Fleisch und Blut übergeht. Seine Heiligkeit verwirklicht sich in meinem Leben, wenn ich ihn aufnehme. Ich werde selbst Teil eines ungesäuerten Brotes. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Dieses Blut wird nicht nur auf uns gesprengt, nein, wir sollen es trinken. Wir sollen es in uns aufnehmen, es soll seine Kraft in uns entfalten. Das Blut des Bundes, es ist nicht, das Opfer ist nicht etwas, was auf uns ist, sondern was in uns ist. Seine Lebenshingabe ist etwas, was in uns wirkt, sein Geist in uns. Er vollbringt das, was ihm wohlgefällig ist. Das, was das Volk Israel in aller Naivität am Berg Sinai gesagt hat. Alles, was der Herr sagt, wollen wir tun. Es konnte nicht gelingen, weil der Geist nicht in ihnen war. Weil das Blut seine Kraft nicht entfalten konnte in ihnen. Davon spricht Jeremia, wenn er sagt, das ist der neue Bund. Ich werde machen, dass ihr meine Gebote haltet. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes in mir. Die Heiligung, die geschieht durch das Blut Christi, gereinigt von meiner Sünde. Und die Kraft des Blutes, die sich darin entfaltet, dass ich liebe, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in mein Herz.
durch den Heiligen Geist. Und so mein Leben von Liebe, von der Agape-Liebe Christi gesteuert, erfüllt wird und dadurch bestimmt wird. Dadurch entfaltet Gott seine Herrschaft, seine Königsherrschaft jetzt schon in mir, bevor er sichtbar wiederkommt auf Erden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde, in dem Reich meines Vaters. Da gibt es dann auch keinen Corona-Abstand mehr. Da werden wir das Brot einfach so weitergehen. Da gibt es auch sonst keine Viren, vor denen wir Angst haben müssen. Wir können das Brot teilen und uns reichen und müssen uns nicht vorher die Hände waschen oder irgendwie, ne, wir können den Kelch rumgeben lassen, was wir auch schon so lange nicht mehr gemacht haben. Das ist ja immer so ein bisschen problematisch. Aber es hat doch so viel Bedeutung, wenn wir aus dem einen Kelch trinken. Wir werden es. Wir werden es tun mit Jesus. Er wird es mit uns tun. Gemeinsam. Was für eine großartige Verheißung. Ja, lass uns doch einfach jetzt ein Lied singen und ich verteile das Abendmahl hier an die Anwesenden, die zu Hause, die können ja sich auch, wenn sie sich das nicht schon bereitgestellt haben, können sie sich etwas zum Abendmahl holen und mit uns Abendmahl zusammennehmen. Auch online verbunden im Geist. Ja, lass uns das mal machen.